So, dann gucken wir jetzt mal weiter. Ne, warte mal, da war das, ne? Aber hier hoch komme ich auch nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal Bosskampf. Kann ich das irgendwie überspringen? Huch. Szene überspringen. Szene überspringen, Szene überspringen. Okay, das kennen wir nämlich schon. Das, aua. Ach ja, die Tentakel. Bam, bam. Okay, warte. Macht auch nicht viel mehr Schaden. Na gut, das war jetzt schlecht gezielt. Okay, das Zielen ist echt schwierig. Hier muss ich jetzt nur ausweichen, ja? Sehe ich das richtig? Hier, du machst jetzt irgendwo deinen Sabberstrahl hin. Okay, einmal rum. Alles klar, natürlich. So, jetzt haust du wieder ab. Könnte ich eigentlich mal... Ich probiere jetzt mal einen Trank. Hä? Trotzdem nur zwei. Ich dachte, ich hätte noch einen Trank gefunden. Zusätzlich zu dem, den ich eben schon hatte. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was die da macht. Ach ja, jetzt hat sie die Dinger da noch beschworen. Okay. Au, ach scheiße, bin ich genau in den reingelaufen. Aua. Okay, was passiert? Was passiert? Okay, das passiert. Ich muss mal dringend, sehe ich gerade, meinen letzten Trank nehmen. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wie ich da jetzt diesen Platsch... Oh, okay, jetzt macht sie nicht einmal rum. Jetzt macht sie aber nochmal. Aber in die Richtung, okay. Und jetzt geht sie wieder. Alles klar, okay. Okay, das ist das. Ich weiß ja nicht... Ich fürchte, ich muss vielleicht was ganz anderes machen. Aber ich mach eher Schaden. Ah, Schaden. Also so falsch kann es jetzt auch nicht sein. Aua, aua, aua. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, toll. Jetzt habe ich gerade hier meinen Dings da geschossen. Okay. Ich bin gleich wieder tot. Ich einfach gehen? Nee, natürlich nicht. Aua. Okay, ich schaffe den ersten Boss leider nicht. Es macht Spaß, aber ich schaffe... Okay, probier's noch einmal. Gerade aus dem Hintergrund gehört, meine Freundin hat es auch nicht geschafft. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas... Also, meine Freundin hat auch keinen Bock. Aber ich habe Bock, deswegen probiere ich es jetzt noch einmal. So, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Okay. Ach, guck mal, der Wasserplatscher macht mehr Schaden. Da mach ich mal ein bisschen ho auf das Wasser und dann hau ich noch weiter drauf. Jetzt kommt das wieder. Ach, scheiße. Okay, eins kommt zu kurz. Dann muss ich einfach mal LB drücken. LB. Rainbird, nicht RB. Okay, aua, scheiße. Okay, Zeit für einen Trank. Kommt sie hier groß. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ausgewichen kriege. Okay, sie fängt da an. Okay. Oh Gott. Das war knapp. Das war aber gut. Aua. Wer geht von mir? Das ist jetzt eher nicht so. Okay, machst zwei? Ja. Okay, sie macht zwei. Vielleicht muss ich irgendwie auf den Kopf schlagen, wenn die runterkommt oder so. Ich schlage jetzt einfach mal hier weiter drauf. Okay. Macht doch keinen Unterschied. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Aua. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay, jetzt geht's wieder ganz. Es wäre halt schön, wenn die Gegner mal ein bisschen irgendwie Health oder so droppen würden. Das wäre echt nice. Das würde das alles ein bisschen leichter machen, zumindest. Aua, nein. Okay. Ja, boah. Ich guck mal, ob ich irgendwo einen Guide dazu finde oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas muss ich auf jeden Fall übersehen. Das geht doch bestimmt, was stand da, wenn du zu wenig TP hast, rufe irgendjemanden an.
Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Sonst irgendwas, was mir Leben wiederherstellt? Nee. Jetzt hat die Frage, übersehe ich echt irgendwas? Dämonen, Gegenstände, Aufgaben. Okay, ich habe keine Aufgaben, persönlichen Daten. Techniken habe ich auch keine. Tagebuch, eleganter Lufttritt. Vielleicht muss ich einen eleganten Lufttritt machen, sonst geht es gar nicht. Ja, okay. Ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Wir gucken mal, ob wir noch eine Folge machen. Wenn ich vielleicht rausgefunden habe, wie es geht und das einfach total simpel ist und man einfach nur mit normalem Denken nicht drauf kommt, dann mache ich es vielleicht nochmal, sonst wahrscheinlich nicht. Aber es war, ich finde es eigentlich gar nicht so unwitzig, aber ich verstehe ja nicht alles. Also soll es erstmal gewesen sein vom Bloodstained Ritual of the Night. Also bis zum anderen Let's Play oder bis, falls wir hier weitermachen, bis dahin. Ihr könnt auch, wenn ihr es wisst, schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, wie ich das machen muss. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen! Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Bloodstained Ritual of the Night. Oder wir sind noch in derselben Folge, man weiß es nicht. Ich habe mir tatsächlich ein Video angeguckt, wie man gut ist. Das probiere ich jetzt mal. So, hier, ich überspringe diese Sequenzen. Also ich habe einen Guide gelesen quasi. Okay, ich habe ihn schon nicht befolgt. Ah, okay. Aua. Hä? Okay. Man kann nämlich hier auch schlagen. Und ich muss jetzt hüpfen, wenn das rüber geht. Wie komme ich nicht so hoch wie der im Video? Jetzt habe ich doch nicht treffen lassen. Okay, na gut. Also generell geht das wohl so. Einfach, man muss da halt schlagen. Hier kann man jetzt ein paar Mal draufhauen. Aua. Und jetzt hier, die soll ich jetzt irgendwie damit kaputt machen? Achso, zu spät. Okay, die hebt jetzt irgendwie das Boot hoch. Habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte, jetzt kommen die, aber die kommen vorher mit diesen Dingern da. So, da muss ich ausweichen. Jetzt komme ich das Tentakel. Was ist das? Okay, das raff ich nicht. Okay, stopp. Inventar. Wir nehmen gleich mal beide Tränke. Wenn schon, dann schon. So, ich muss irgendwie. Okay, das hat geklappt. Oh, jetzt geht's schon wieder. Toll. Ja, ich, hat nicht so lange gedauert. So, kann ich irgendwie direkt kaputt machen, scheinbar. Irgendwas muss ich jetzt tun, wenn die das Schiff anhebt, weil ich weiß nicht mehr was. So, jetzt kommen die Dinger, okay. Ach, scheiße. War ich zu gierig? Kommt jetzt das Tentakel? Okay. Ich bin dem Tentakel ausgewichen. Das ist ein Vorteil, ein Progress quasi. So, jetzt kommt es schon wieder hier in die Mitte. Aber... Okay, ich treffe die bei weitem nicht so oft, wie man es eigentlich tun könnte. Was, zumindest laut diesem Video von diesem Typen, der natürlich auch der krasse Übermensch war wahrscheinlich. So, jetzt kommt sie wieder hier. Oh nein, näher ran. Free Hits. Jetzt kommen die Sachen. Dann mache ich direkt so blubbel blubbel, dann sind die weg. Jetzt macht's. Nee, doch nicht weg. Der hat gelogen. Der hat gesagt, wenn ich die mit dem Wasser-Ding mache, sind die sofort weg. Oh, okay, da muss ich ausweichen. Ich bin dumm. Was? Level up. Ach, ich hab's. Ha! Nice. Dankeschön, fremder Videomann. Schlagendes Tentakel. Greife Feinde mit einem von Vepas Tentakeln an. I saw it. Just a flicker. That was the Jeebel I know. I will put a stop to all this. Bloodstain. Das war leider nicht meine Stimme. Obwohl, ich sage, doch, das war ich natürlich. We're here. Was this a village? What happened to it?
demons Chebel summoned? They've moved faster than we hoped. Miriam, we have to hurry. This was where we were supposed to meet our contact. All right. But wait. Let me clear the area. There are still demons about. Achso, übrigens, ich habe jetzt auch mal die Toneinstellung ein bisschen, na, ich würde fast sagen, verbessert im Vergleich zum letzten Mal, weil die war stellenweise sehr, sehr laut alles und ich hoffe, es ist ein bisschen besser, ein bisschen anders eingestellt. Okay, kann ich jetzt, hat sich jetzt hier was geändert quasi? Also kann ich jetzt irgendwo hin, wo ich vorher nicht hin konnte? Aua. Weil hier gibt es ja immer noch da oben das Ding. Also diese Luftangriffe, die fallen mir echt noch schwer. Ah, guck mal, das ist jetzt... Nee, das heißt doch... Das ist jetzt andersrum, ne? Hä? Kann ich tatsächlich hier lang? Und jetzt hoffen, dass ich da hinkomme, was ich nicht schaffe. Und ihr braucht gar nicht rufen, ihr habt doch Double Jump oder Dash. Hab ich nämlich nicht. Nicht mal Sprint. Warte mal, schwingt das? Das schwingt, ne? Okay. Ne, jetzt schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Na gut. Habe ich jetzt Schaden genommen, weil ich gefallen bin? Toll. Okay, dann lassen wir das erstmal. Sonst haben wir aber hier alles bis da hinten. Ja, da komme ich immer noch nicht hoch. Alles klar. Dann gucken wir uns mal draußen ein bisschen um. Ist gleich entspannter. Die Musik ist aus. Johannes steht am Wegesrand. Oh, kann ich mit dir reden? Promise you'll be careful. I just hope that she's still safe. Was? Er sagt zu mir, ich soll aufpassen und hofft, dass sie sicher ist. Arvant will. Oh, ein Hund. Oder eine Ratte. Oder so, ich weiß es nicht. Aua. Archivedämon. Also. Knochenmorte. Aber wenn ich Monte kaufe, nehme ich immer den ohne Knochen. Ist einfach lecker. So, was haben wir hier? 500 Gold, was ich immer noch nicht weiß, was ich damit tun kann. Hoffentlich komme ich jetzt irgendwo hin, wo ich was kaufen kann. Was? Wie? Thank you, Miriam. Ach, wir kennen uns. You know who I am. And that means... I'm sorry we couldn't get here sooner, Dominique. So this is our contact. Yes, the church sent me. As an exorcist. Then we're lucky to have you, Dominique. And the church you, Miriam. Thank you for guiding her here, Johannes. You wouldn't have asked if it wasn't important. But you should tell us why you need her. Miriam isn't one to shy away from danger, but she deserves to be armed with all the facts. Yes, very well. I told you when I contacted you that the Shardbinder Jebel is responsible for summoning the castle. Yes, there's no mistake about that. He admitted as much. What? You spoke to him? Then let me get right to the point. I find it curious that the outpouring of demons, facilitated by one Shardbinder, just happens to coincide with the sudden awakening of the other Shardbinder, after exactly 10 years. You're right, it is strange. But the church doesn't get to drag Miriam into this just because the timing is odd. Oh, do you decide for her then? I asked you to bring her here so she could see the horrors that have befallen the village, and make an informed choice. I have no intention of forcing you, Miriam. You don't have to. I gave Jebel my word that I would stop him. What happened here only strengthens my resolve. Thank you, Miriam. I am sorry to put it on your shoulders. Pardon me? Oh, hello there. Are you all right? We didn't mean to ignore you. I'm all right, thank you. You are quite welcome. Do you have a name? Anne. What a lovely name. Anne, you shouldn't be out here.
Let me take you somewhere safe. Oh, all right. Come on, this way. Okay, ihr geht alle da lang. Guck ich mal hier, was ist das? Okay, ist nix. Alles klar. Okay. Dominique hat uns also gerufen. Die läuft von alleine, ich mach nichts. Okay. I did some looking around before, and this place seems secure. Yes, agreed. Johannes, you, Anne, and I will remain here. We can assist Miriam from safe ground. What? We can't ask her to brave the castle alone? Don't be foolish. She is trained in combat. Are you? We would only get in the way. But that's not the point. I'll be fine, Johannes. Please don't worry. All right. But we'll be here if you need us. Let's not waste any time. We have a lot to do. Come back if you need anything. I'll get a workshop running so I can perform alchemy for you. Thank you, Johannes. I know you're strong, but be careful. Was mit ihrem Arm? Das sieht sehr ungesund aus. I will. Okay. Und euch muss ich jetzt bezahlen für die Hilfen, oder? Ja, tschüss. Geht. Ja, wieder hier. Bin halt alleine. Hier ist ein Schatz. Ein Weckstein. Ja, mein Schatz ist auf der Couch. Oh, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Wollte ich mal irgendwo hingucken? Nee, da hilft nichts. Entschuldigung. Okay. Die gingen nach links, die anderen nach rechts. Wir gehen nach links. Gucken, was hier so los ist. Miriam, welcome. Since this is your first time here, let me tell you a little bit about the supply post. Please. I have made arrangements so you can buy and sell items here. I would have liked to provide what you need for free, but seeing as we are largely cut off from the church's funds out here. Ach so, weil die Kirche dir nichts liefert, kannst du das nicht alles umsonst geben. I will need money in order to keep the supply post stocked. I hope you don't mind paying. No, I understand. I appreciate you doing what you can. I can also buy shards from you, if you no longer need them. Wait, is trade in demon shards even allowed? Of course. The church would sooner gather them up and make certain they are purified. I am not permitted to sell them, but I can buy them off you. You may want to keep extras, since possessing multiple shards of the same type amplifies its power, but there is a limit to how far that can go. And more importantly, if you carry a large number of shards, your body's corruption may accelerate, but I'll find a way to deal with that myself. I still recommend selling your shards as a means of making money. All right. I know you're looking out for me. I think that explains everything. Now, would you like to have a look around? Okay, what are you looking to sell? Okay, das ist anscheinend ein Teleportstein. Oh, ich weiß ja nicht, was ist wichtiger, was brauche ich? Und was ist einfach nur so Trash, der verkauft werden kann? Ich verkaufe mal lieber nichts. Was kann man denn kaufen? 200 Gold für einen Trank, Alter. Steintau. Allheilmittel, Mehl, Zucker, okay, ja gut. What are you looking to sell? Oh, die bringen 300, ja, die möchte ich aber nicht verkaufen. Okay. I forgot to give this to you. It's the key to the building. You can use it to explore further in. Okay. Thank you. I invited the other survivors inside where it's safe. They all have troubles that need resolving. If you can spare them the time. I'll do what I can. I know you will. Come back anytime. I'll be praying for you. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Oh, I still owe you my life. Oh, hello, Mace. Oh, you're looking. Okay, ich dachte, die verkauft mir auch irgendwas. Entschuldigung. Was ist hier? Dominique, what is all this machinery? That is photographic equipment we've been working on. Photographic? To put it more plainly,
It allows me to capture images of real life, landscapes, people. What? Really? Can I try it? Unfortunately, I don't have the silver bromide I need. I'll see if I can find it. Be right back. Okay. Kann ich also Fotos machen? Ich habe euch hier Fotos machen. Okay, da gucken wir mal nach rechts, wo der Johannes hingegangen ist. Johannes, der Säufer. Entschuldigung. Da, was verkaufst du denn? Ah, here she is. You have to marvel at the church's resources. Look at what they've provided for us. I know, it's incredible. So, what I can do for you here in the workshop is take materials you bring me and transmute them into new items. But the alchemy is easier to show you than explain. Here, I have some materials we can use. So let's try transmuting them.